Servus Freunde, herzlich willkommen zurück bei CSR Automotive. Heute habe ich den Honda Civic Type R Typ FK8 am Start. Und hier haben wir eine richtig geile Sache, was gerade einen Heckflügel betrifft. Und er bekommt aber auch noch die Kappspoilerlippe. Aber was genau hier das absolute Highlight ist, zeige ich euch nach dem Intro. So, und wie schon versprochen, unser Highlight hier am Heckflügel. Wie ihr sehen könnt, habe ich unser Bauteil schon mal angelegt. Gegenüber dem Wettbewerb haben wir hier einen ganz klaren Vorteil, dass wir hier in der Mitte eine Einkerbung gemacht haben. Warum haben wir die gemacht? Weil es nämlich schon vorgekommen ist, dass durch den hohen Anpressdruck der Originalheckflügel hier gerissen ist. Natürlich, klar, hat der Wind viel mehr Auflagefläche, viel mehr Druck, der hier drauf herrscht, und dann bricht das Ding durch und das wird verdammt blöd, weil ich glaube, der Heckflügel kostet irgendwas um die 1200 Euro und das ist verdammt ärgerlich. Deswegen haben wir hier die Aussparung gemacht und habe hier an einem anderen Fahrzeug, das jetzt ein Jahr lang getestet, auch wirklich mit regelmäßigen Topspeed-Fahrten auf der Rennstrecke und allem drum und dran, und der Flügel hat gehalten. Natürlich können wir keine hundertprozentige Garantie drauf geben, aber es ist mal ein Beweis, was aerodynamisch hier alles machbar ist und allein was diese Aussparung hier ausmacht. Deswegen eine super Lösung, und so könnt ihr mehr oder weniger ohne Probleme unseren Heckflügel fahren und braucht keine Angst haben, dass das Ding vielleicht irgendwann durchreißt. Vom Ablauf her, wie immer, einmal Passgenauigkeit kontrollieren. Ich habe ja hier schon etwas vorbereitet und habe mir meine Markierungen gesetzt. Und jetzt können wir eigentlich direkt loslegen mit der Montage. Ich zeige euch hier nochmal meinen Trick, den ich gern mache. Und zwar haben wir mal hier die Schutzfolie. Da mache ich einfach ein Stück Klebeband drumherum mit so Lasche. Dann kann ich das jetzt nämlich richtig schön einfach abziehen. Jetzt muss ich ihn noch einmal positionieren. Hier dann wichtig darauf zu achten, dass der Abstand hier links und rechts gleichmäßig ist. Und dann kann ich quasi schon anfangen, das hier langsam abziehen. Und dann ordentlich dran drücke. Wie ihr sehen könnt, wenn ich jetzt hier auf den Heckflügel drauf drücke, der ist schon relativ weich. Also kann man natürlich schon eine Erklärung sein, warum das dann passiert, dass der eventuell bricht. Und dann ist jetzt wichtig, ca. 20 Kilo Anpressdruck, schreibt hier 3M vor. Also richtig schön punktuell drauf drücke. Achtet auch bei der Umgebungstemperatur darauf, dass es nicht zu kalt ist. Im besten Fall haben wir ca. 15 Grad. Das soll schon drin sein, damit natürlich die Klebekraft sich ja voll entfalten kann. Und dann ziehen wir unsere Schutzfolie ab. Und et voilà, haben wir mal ein wunderschönes Glanzschwarz hier. Was jetzt tatsächlich mal zeigt, dass der Heckflügel mal poliert werden muss. Da sieht man, er ist schon von der Oberfläche leicht getrübt, abgegraut. Und hier haben wir ein richtig perfektes Hochglanzschwarz. Also kann der Besitzer gleich mal hergehen und wie Mr. Miyagi auftragen und polieren machen. Und dann sieht es aber auch wieder sauber aus. Ich würde sagen, machen wir jetzt vorne an der Kappspoilerlippe noch weiter. Vom Arbeitsaufwand her eigentlich wie gewohnt. Erzähle ich jetzt nicht viel, nehme euch einfach mit und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Ganze dann alles fertig ist.
und schon haben wir es geschafft. Die Lippe sitzt dran. Jetzt holen wir mal das ganze Fahrzeug wieder auf den Boden der Tatsache und schauen uns das Ganze nochmal richtig an. Unten angekommen, sehen wir jetzt das ganze Stück in vollendeter Pracht. Wir haben uns hier für die hochglanzschwarze Variante entschieden, um hier auch nochmal den Farbkontrast zum Kühlergrill oben zu bilden. Werkseitig hat der Type R ja diese Carbonstruktur hier drauf und hier hat man nochmal eine schöne Absetzung. Und ich finde, optisch kann sich das doch echt sehen lassen. Ich würde sagen, sobald der morgige Tag angebrochen ist, mache ich noch ein paar Carbon-Szenen, damit ihr euch das Ganze jetzt nochmal im Schluss richtig schön anschauen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Teilt es gerne in die Welt hinaus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao!